Hallo Rasenfreaks! Ja! Wir haben heute ein richtig tolles Wetter. Schon richtig warm. Und der Rasen ist durch die Wärme der letzten Tage richtig krass gewachsen. Und wir werden einfach heute mal ganz vorsichtig rübermähen. So einen ersten leichten Schnitt. Nicht zu tief. 5 mm. Abmähen, mehr nicht, einmal rüber fetzen, hier meine Südkante. Es wächst noch sehr ungleichmäßig, aber es wächst. Und das Allerwichtigste natürlich vorher, Messerschleifen. Das müsst ihr vorher machen, richtig schöne scharfe Messer. Denn das Gras muss messerscharf, rasierklingenartig abgeschnitten werden, damit es eben nicht irgendwie gleich anfällig wird, sondern dass es schön gesund und grün bleibt. Also bleibt dran! Ja, Freaks, wir haben heute den 16. Februar 2019. Heute will ich zum ersten Mal mähen, egal. Die Frage ist natürlich, ist das sinnvoll? Ist es sinnvoll, im Februar zu mähen, mitten im Winter zu mähen? Ich habe eine ganz klare Meinung dazu. Wenn das Gras zu hoch ist, darf man mähen. Was auch sehr schön ist, durch Rasenmäher, die natürlich den ganzen Grasschnitt aufsaugen, die auch die Blätter aufsaugen und den ganzen Dreck aufsaugen, wird die Rasenfläche gleich schön sauber und frei von irgendwelchen Unkräutern, frei von irgendwelchen Stöckern, von irgendwelchen Blättern. Jetzt vielleicht noch ein ganz heißer Tipp. Wie kriege ich den richtigen Zeitpunkt zum Düngen? Wann dünge ich das erste Mal? Was ist da der Trick? Der Trick ist die Summentemperatur. Es gibt eine sogenannte Summentemperatur. Es ist ganz einfach. Die Summe der durchschnittlichen Tagestemperaturen, der durchschnittlichen positiven Tagestemperaturen aufsummiert vom 1. Januar an. Und wenn wir die Zahl 150 erreicht haben, 150 Grad Celsius in Summe, dann ist der richtige Zeitpunkt gekommen, um zu düngen, um Rasen zu düngen. Die Bauern haben andere Werte. Die Bauern liegen bei 200 Grad Summentemperatur. Wir Rasenfreaks dürfen schon bei 150 Grad Summentemperatur anfangen. Und wie kriegt man das nun raus? Wo findet man nun diese Werte? Da muss man ein bisschen im Internet recherchieren. Ich habe eine ganz tolle Seite gefunden, eine Seite der Agrarlandwirtschaft, ISIP, ISIP. Könnt ihr mal googeln, ISIP. Ich hänge den Link auch in meine Beschreibung rein. Und da findet ihr für eure Region die Summentemperatur, die aktuelle. Ja, hier sieht man bei meinem Rasen, hier gibt es schon so Puschel, die sind schon richtig rausgewachsen. Ich wollte noch mal einen Zollstock holen. Wenn ich hier mal messe, sind das 6 cm. Ein Drittel abschneiden sind 2 cm. An anderen Stellen ist das Gras auch kaum 3 cm. Gucken wir noch mal an der Südkante, wie es da aussieht. Ja, meine schöne Südkante, die ist so toll nachgewachsen, echt irre. Ja, liebe Rasenfreaks, was schief gehen kann, geht schief. Kamera war nicht an für die erste Maat. Prost. Sprit ist alle gewesen nach 2 Mahnen. Und die SD-Karte war voll. Ah! Aber jetzt geht's los.
das ist nur so ein Hauch. Das ist wirklich nur so ein Angleichen der Grasschnitthöhe, noch kein richtiges Mähen, weil viele Gräser sind noch gar nicht so weit rausgekommen. Die langen Gräser haben wir jetzt abgeschnitten. Jetzt gucken wir mal, wie viel Gras im Fangkorb ist. Das ist nur so ein bisschen Gepuschel. So die höchsten Gräser abgeschnitten. Aber gut, mir soll das auch gar nicht sein. Ja, Freaks, 16. Februar 2019. Das Wetter ist herrlich. Ich sitze hier auf meinem Rasen. Das erste Mal gemäht in der Saison. Wahrscheinlich bin ich der Erste. Schreibt mir mal, ob noch jemand so verrückt war und vor dem 16. Februar gemäht hat. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Herrlich. Erstmal mähen. Es riecht gut nach gemähtem Gras. Ja, klar, das Gras ist noch nicht so richtig grün, aber das kommt alles. Schön, dass ihr wieder da seid. Abonniert mich mal. Das freut mich sehr. Und schreibt Kommentare. Die Saison hat gestartet. Yes. Und der Rasenflieg ist voll am Start hier. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.